sehe Klaus-Dieter Böhm da gekommen ist mit Ideen, die Toskana-Therme überhaupt Toskana des Ostens zu sein. Das war ja am Anfang Slogan, da haben manche den Kopf geschüttelt, andere haben gespottet und gelacht. Und heute sind wir stolz drauf. Haben Sie den Schritt jemals bereut, nach Thüringen zu kommen? Überhaupt nicht. Also ich habe immer gesagt, die letzten 25 Jahre waren die besten meines Lebens. Wir sind spitze, wir haben wirklich mit vielen, vielen Firmen wieder echt weltmarktfähige Produkte und wir müssen uns ja auch mit anderen Regionen in dieser Welt messen. Und es geht nichts über Innovation, man braucht Kreativität, wir brauchen die Verbindung von unseren Forschungseinrichtungen, Hochschulen mit den Unternehmen, mit den kleinen und Mittelständlern. Wir brauchen attraktive Bedingungen, auch fürs Handwerk, ganz, ganz wichtig, damit wir hier Arbeit haben und zwar Arbeit, die auch gut bezahlt wird, damit die Menschen hier auch gut leben können. Menschen wollen zunächst einmal Heimat, wollen überschaubare Strukturen. Wir müssen schon auch mitteldeutsche Stärke ausspielen, aber unsere eigene Identität nicht verlieren dabei, sondern ganz bewusst sagen, wir machen das als Thüringer oder wir machen das als Bad Sulza, wir machen das aus der Landeshauptstadt Erfurt, wo immer Menschen zu Hause sind. Aber dieses Zuhause müssen wir eben auch stärken. Was würden Sie sich denn von ihr wünschen? Gut, so viel wünschen brauchen wir uns gar nicht mehr, weil in den letzten 25 Jahren mit durch Christine so viel bewegt worden ist in Bad Sulza. Das ist ein Verdienst der Union und von niemand anders. Und da muss ich keine großen Wünsche mehr haben. Keine 3 und keine 5. Heute sind wir an der Ilm in Bad Sulza. Morgen werden wir an der Saale in Camburg sein. Diese ganz besondere Kulturaffinität, das merkt man bis heute auch bei den Camburgern. Und deswegen freue ich mich sehr darauf. Ich freue mich auch, weil wir eine junge, engagierte Bürgermeisterin dort haben, die Dorothea Storch. Da haben wir vor 2 Jahren noch Wahlkampf gemacht, dass sie gewinnt. Und es ist in guter Kontinuität dann auch gelungen.